Herzlich willkommen zum digitalen Kreuzweg der Pfarrei Lieb Frauen in Duisburg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir wollen heute gemeinsam mit Ihnen den Kreuzweg beten. Und dies tun wir in besonderer Art und Weise. Der Kreuzweg ist in allen Stationen, in allen Kirchen unserer Pfarrei aufgenommen worden. Sie werden im Verlauf des Kreuzweges Bilder sehen von den Kirchen, von den Stationen in den Kirchen. Gleichzeitig werden Sie aber auch Bilder sehen des Kreuzweges von Miserior. Diesen wollen wir in diesem Jahr mit Ihnen gemeinsam beten. Und so beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Frage nach dem Entscheidenden im Leben lässt sich im Mitgehen des Weges Jesus erkennen. Sein Evangelium ist Richtschnur und bietet Lebensoptionen für uns. Sein letzter Weg ist der zum Kreuz. Die Bilder des Miserior-Kreuzweges 2021 befinden sich im Original in der Kathedralkirche von Ribeirão im Amazonasgebiet Boliviens. Die Künstlerin hat den Kreuzweg für die in den 1990er Jahren neu errichtete Kathedrale gestaltet. Es geht anders. So lautet das Leitwort der Miserior-Fastenaktion 2021. Für die bolivianischen Partnerorganisationen von Miserior, die im Fokus der Fastenaktion stehen, ist dieser Impuls zentral angesichts der Zerstörung ihres natürlichen Lebensumfeldes im Amazonasgebiet. Es geht anders. Dieses Motto gilt mit Blick auf die Zukunft der Menschheitsfamilie für uns alle. Die Amazonas-Synode im Oktober 2019 hat sich den drängenden Fragen nach der Entwicklung des verwundeten Planeten gestellt. Es geht anders. Das Leitwort der Fastenaktion 2021 ist auch für uns in Deutschland eine Anfrage. Was trägt mein persönliches Leben? Was muss sich ändern im gesellschaftlichen Leben? Was gibt Hoffnung angesichts der weltweiten Missstände, die Corona-Pandemie noch deutlicher gemacht hat? Wir sind eingeladen, mit den Menschen aus Amazonien den letzten Weg Jesu in Bild und in Wort, im Schweigen und im Gebet zu gehen. Erste Station: Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Das Spiel der dunklen Machenschaft beginnt. Pilatus schaut seinem Gegenüber in die Augen. Seine Figur wirft einen dunklen Fleck auf die Hauswand. Sein Urteilsspruch wird einen langen Schatten in die Geschichte der Menschheit werfen. Ein Kind blickt verängstigt zum Verurteilten. Der Kontrast zum mächtigen Herrscher und zum wehr- und schutzlosen Kind könnte größer nicht sein. Das Kind hält eine Schüssel mit Wasser, in der Pilatus sein Urteil reinwaschen möchte. Die aufgebrachte Menge umzingelt den Gezeichneten. Im Hintergrund die schreienden Meinungsmacher. Geballte Fäuste und ein nicht zu übersehender Fingerzeig. Da steht er. Und noch lauter: ans Kreuz mit ihm. Lanze und Speer, Folterwerkzeuge stehen bereit. Und Jesus? Er trägt eine Krone aus Dornen, sein Rücken ist blutig geschlagen, seine Hände sind gefesselt. Schweigend und aufrecht steht er inmitten der Menge. Wer ist Anwalt für die Schwachen? Wer verteidigt das Recht der Geschundenen? Wer stellt sich auf die Seite der ungerecht Verurteilten? Der Schrei nach Gerechtigkeit ist nicht zu überhören. Bis heute erklingt ein "Rette mich" und das "Hilf mir". Mehr denn je ist es auch ein Hilfeschrei der bedrohten Erde, die sich nach Rettung sehnt. Der bolivianische Poet Jorge Vega Márquez dichtet: Die Holzhändler haben Abgeordnete im Parlament, doch unser Amazonien hat niemanden, der es verteidigt.
Sie vertrieben die Papageien und die Affen. Die Kastanienernte wird nicht mehr die gleiche sein. Jesus Christus, du gehst den Weg der unschuldig Verurteilten. Lass uns angesichts von Ungerechtigkeit nicht verstummen. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Gerade eben noch aufrecht, jetzt von der Last des Kreuzes niedergedrückt. Am Boden liegt der, der das Kreuz schultert, allein. Die Augen sind geschlossen. Der Geschundene versucht, sich aufzurichten. Das Kreuz bestimmt übermächtig die Zähne. Ein Riss geht durch das Bild. Der leidende Gottesknecht hier, die gaffende Menge dort. Der Niedergedrückte vorne, die Folterknechte im Hintergrund. Und sind da nicht auch Menschen, die das Schicksal Jesu betroffen aus der Distanz anschauen? Menschen, die sich vom Weg Jesu berühren lassen? Der Kreuzweg Jesu lässt uns die Kreuzwege all der Menschen erkennen, die niedergedrückt und klein gemacht werden. Es sind die Kreuzwege derer, die sich für die Landrechte einsetzen und von Machthabern kaltgestellt werden. Es sind die Wege derer, die sich für den Schutz der ursprünglichen Bevölkerung engagieren und von der Presse verleugnet werden. Es sind aber auch die Schritte derer, die sich um das gemeinsame Haus, die Erde, sorgen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Jesus Christus, du lädst das Kreuz auf dich. Lass uns mit dir die Lasten des Lebens schultern. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Last des Kreuzes ist übermächtig. Kraftlos und vom Schmerz überwältigt, stürzt Jesus zu Boden. Eine Hand hält das Kreuz, die andere stützt sich am Erdboden ab. Die Finger sind gespreizt, suchen Halt. Jesus, ein Dahinkriechender. Lässt er den Kopf hängen? Sein Kreuzweg hat begonnen. Die Soldaten, noch im Hintergrund, stehen Gewehr bei Fuß. Erlittenes Leid und Missachtung heilen nicht leicht. Krankheit und Not, existenzielle Sorgen und die Angst vor der Zukunft zwingen Menschen in die Knie, reißen sie zu Boden. Menschen kommen zu Fall, weil sie an ihrem Lebensschicksal zerbrechen. Die Corona-Pandemie hat viele vor existenzielle Sorgen gestellt. Jesus Christus, du fällst unter der Last des Kreuzes. Lass uns diejenigen aufrichten, die in ihrer Not gestürzt sind. Gekreuzigter Herr Jesus, erbarme dich unser.
Vierte Station, Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zärtlich umarmen sich Mutter und Sohn. Eine Begegnung, die ohne Worte auskommt. Ganz präsent, einander zugewandt. Innig umarmen sie sich. Die Antreiber lassen dem, der für den wahren Frieden einsteht, keinen Frieden. Die Soldaten lassen den nicht in Ruhe, der gewaltlos gelebt hat. Seine Verheißung lautet: Selig, die Frieden stiften. Gilt sie auch jetzt? Seine Vision ist: Selig, die keine Gewalt anwenden. Was ist aus ihr geworden? Der Stock des Treibers sticht fest zu. Lauthals schreit einer der Schergen. Die Erde wird in Lateinamerika mitunter liebevoll als Mutter bezeichnet. Sie trägt an vielen Stellen den Namen Pachamama. Die Erde ist Mama alles Lebendigen. Maria, die Mutter Jesu, wird vertrauensvoll als Mamita angerufen. Sie ist die sorgende und mitfühlende Wegbegleiterin. Das Volk Gottes vertraut sich ihr an, ruft um Hilfe für die bedrohte Erde. So heißt es im nachsynodalen Schreiben des Papstes zur Amazonas-Synode: Mutter, sieh auf die Armen Amazoniens, denn ihre Heimat wird weiter zerstört für schäbige Interessen. Wie viel Schmerz und Elend, wie viel Verwahrlosung und Rücksichtslosigkeit in diesem reich gesegneten Land übervoll von Leben. Rühre die Mächtigen in ihrem Empfinden an, denn obgleich wir das Gefühl haben, es sei zu spät, rufst du uns zu retten, was noch am Leben ist. Jesus Christus, wortlos umarmst du deine Mutter. Lass uns aus der Kraft zärtlicher Begegnungen das Leben gestalten. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Simon von Cyrene packt mit an. Er trägt mit. Er lässt den Einsamen nicht allein. Jesus geht voran, Simon folgt ihm. Sein Lebensweg ist wie der so vieler anderer Menschen unter dem Rätsel des Kreuzes gestellt. Nachfolge in der Spur des Evangeliums. Das heißt, den Weg konsequent gehen, nicht unbeteiligt zuschauen. Simon von Cyrene folgt Jesus. Mit Jesus trägt er das Kreuz. Geschwisterliches Handeln leuchtet auf. Mitten im Leid gibt es Begegnung. Simon von Cyrene ist ein Mensch der Solidarität. Er folgt den Fußspuren Jesu. Ein Mensch für andere, ein wirklicher Helfer. So heißt es im nachsynodalen Schreiben des Papstes zur Amazonas-Synode. Christus hat den ganzen Menschen erlöst und will in jedem die Fähigkeiten, mit den anderen in Beziehung zu treten, wiederherstellen. Herr Jesus, du zeigst einen neuen Weg zum Miteinander. Lass uns helfend und einander zugewandt dir nachfolgen. Gekreuzigter Herr Jesus, erbarme dich unser. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ist das eine Erleichterung für den Weg? Lindert es den Schmerz?
Veronika sieht die Qual des zu Tode Verurteilten. Beherzt reicht sie ihm ein Schweißtuch. Sein Gesicht spiegelt sich auf dem Tuch wider. Das Gesicht Christi zeigt sich in menschlichen Gesichtern. So heißt es auch im Evangelium nach Matthäus. Was ihr einem der geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Leid ist nicht namen- und gesichtslos. Das Leid hat das Gesicht des Gekreuzigten. Und es zeigt sich hundert- und tausendfach in unserer eigenen Geschichte. Es zeigt sich in den Gesichtern der Obdachlosen, in den Straßen und Städten, der Verzweifelten in der Corona-Pandemie, der Frauen zur Prostitution gezwungen, der Kinder ausgebeutet und ihre Jugend betrogen, der Indigenen vertrieben aus ihrem traditionellen Lebensumfeld, der Alkoholkranken, getrieben von der Sucht, der Arbeitssuchenden, ausgestoßen aus der Gesellschaft, der jungen Mädchen versklavt und als Ware behandelt, der älteren Menschen verlassen und verwahrlost, der Gefangenen in überfüllten Gefängnissen, der Geflüchteten vor verschlossenen Türen, der Kranken mit Schmerzen und Einsamkeit geschlagen. Jesus Christus, du schaust uns in den Gesichtern deiner Schwestern und Brüder an. Lass uns dich in unseren nahen und fernen Nächsten erkennen. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zu Fall gebracht, noch einmal. Umgefallen das Kreuz, der Kreuzträger auch. Hart der Boden, härter noch das Holz des Marterwerkzeugs. Der Leidende stürzt. Das Kreuz, aus Holz gezimmert, fällt zu Boden. Umgestoßen der Lebensbaum. Minute für Minute fällt ein Baum, einer nach dem anderen. Tag für Tag verschwindet ein Stück des Regenwaldes. Das Leben in ihm und seine überwältigende Schönheit ist in Gefahr. Die Vielfalt der Wälder und der Tiere werden zerstört. Die Amazonas-Synode spricht explizit von der ökologischen Sünde. Sie wird erkennbar in Handlungen und Verhaltensweisen, welche das harmonische Zusammenspiel der Umwelt vergiften und zerstören. Die Prinzipien der wechselseitigen Abhängigkeit aller Geschöpfe verletzen, die Netze der Solidarität zwischen ihnen zerreißen. Jesus Christus, die Last des Kreuzes bringt dich zum zweiten Mal zu Fall. Lass uns in der Sorge um den Schutz des Planeten nicht allein. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser.
Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Frauen am Wegesrand lassen Jesus nicht allein. Sie schauen zu ihm auf. Ihre Hände umarmen ihre Kinder und halten ihre Liebsten, deren Weg ins Leben sie begleiten. Die Kleinsten und Verletzlichsten sehen zum Tod Verurteilten. Auch im bitteren Moment des Abschieds hält er seine segnende Hand über sie, die andere beschützen. Fast unbemerkt, eher lautlos und dennoch geradezu laut und verabscheuungswürdig. Die Gewalt gegenüber Frauen nimmt zu. Die Spirale gewaltvollen Schreckens dreht sich, beschleunigt durch Corona-Kontaktsperren, zu Hause im kleineren Kreis und weltweit im globalen Ausmaß. In Amazonien werden tausende Frauen Opfer des Menschenhandels. Eine der schlimmsten Formen der Gewalt gegen Frauen und eine der perversesten Verletzungen der Menschenrechte. So heißt es im nachsynodalen Schreiben des Papstes zur Amazonasynode. Jesus Christus, du achtest die Würde aller Menschen, die gleiche Würde von Frau und Mann. Lass uns zu Prophetinnen und Propheten deiner Gerechtigkeit und deines Friedens werden. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter das Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich, denn durch das heilige Kreuz hast du die Welt erlöst. Niemand ist mehr da. Keine Soldaten, keine Antreiber, aber auch keine helfenden Hände. Keine vertrauten Gesichter am Wegesrand, von allen verlassen, von Gott und den Menschen ins Abseits gestellt, hingeworfen in den Staub. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Am Horizont ist der Marterpfahl bereits aufgerichtet. Vom Kreuz der Flucht sind viele niedergedrückt. Auf ihren Wegen stürzen und fallen sie, prallen auf den harten Boden, so wie der Kreuzesträger. Ausgewiesen und abgeschoben, vertrieben und verjagt, heimatlos. Die weltweiten Migrationsbewegungen nehmen zu. Im Amazonasgebiet werden ganze Gemeinden ihres angestammten Landes verwiesen. Sie sind Umherirrende und Opfer ausbeuterischer Habgier. So heißt es im nachsynodalen Schreiben des Papstes zur Amazonasynode. Den nationalen und internationalen Unternehmen, die Amazonien Schaden zufügen und das Recht der ursprünglichen Völker auf ihr Gebiet und seine Grenzen, auf Selbstbestimmung und vorherige Zustimmung nicht achten, muss man den Namen geben, der ihnen gebührt: Ungerechtigkeit und Verbrechen. Jesus Christus, du fällst zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Lass uns die Geflüchteten nicht vergessen. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser.
Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Mehr als ein Dutzend Hände zerren und reißen nach den Kleidern Jesus. Wehrlos steht Jesus da. Nichts lässt man ihm. Das letzte Hemd wird ihm genommen. Gierige Hände greifen zu, grapschen nach mehr, immer mehr. Der Mensch, ausgebeutet, ausgezogen, der Wehrlose, die Ehrfurcht vor dem Leben verachtet, verwüstet die Schöpfung. Die Prophetie zerstört, sie tötet den Leib und die Seele. So heißt es im nachsynodalen Schreiben des Papstes zur Amazonas-Synode. Wenn sich einige Unternehmen in der Begierde nach schnellem Gewinn die Gebiete aneignen und am Ende sogar das Trinkwasser privatisieren, oder wenn die Holzindustrie und Projekte zum Bergbau oder zur Erdölförderung sowie andere Unternehmungen, welche die Wälder zerstören und die Umwelt verschmutzen, seitens der Behörden grünes Licht gegeben wird, dann verändert sich die wirtschaftlichen Beziehungen auf ungerechtfertigte Weise und werden zu einem Instrument, das tötet. Jesus Christus, du kennst das Leid, das zerstörerische Habgier nach sich zieht. Lass uns mit Mut widersprechen, wo Habsucht deine Schöpfung gefährdet. Gekreuzigter Herr Jesus, erbarme dich unser. Elfte Station, Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aufs Kreuz gelegt, der Folterknecht kommt seinem Handwerk nach. Der Hammerschlag schlägt tiefe Wunden. Der Henker drückt den Geschundenen nieder. Mit seinem Knie fixiert er den zum Tod Verurteilten, schnürt ihn vom Leben ab. Auf Golgotha schwindet der Lebensatem dahin. Die Gewalt nimmt kein Ende, ist hinterhältig und drückt nach unten. Sie ist rücksichtslos gegenüber dem Leben der Armen und vergeht sich an der Zerbrechlichkeit der Umwelt. Stöhnend der Lebensatem der Planeten, gefährdet durch die Zerstörung der grünen Lungen der Menschheit. Seufzend der Lebensatem der Menschen durch Gewalt, Krankheiten und die Corona-Pandemie verschreckt. Und der Atem der einer Menschenfamilie, Populismus und Ausgrenzung schnüren die Kehle zu. Ich kann nicht atmen. Die Worte des sterbenden George Floyd im Mai 2020 in den USA sind zum Aufschrei aller geworden, deren Atem angesichts der ungezählten Golgothas in Stocken gerät. Jesus Christus, du leidest verwundert bis zum letzten Atemzug. Lass uns mit Tatkraft Wege der Menschlichkeit bahnen und Orte schaffen, wo Menschen aufatmen können. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aufgerichtet, die Lanzen und Speere der Soldaten. Aufgerichtet, das Kreuz über der Erde. Aufgerichtet, geöffnete Hände, die das Unfassbare zu verstehen suchen. Ein letzter Blick Kontakt zu den Treuen, die am Kreuz stehen. Der Messias Gottes stirbt am Kreuz. Das Firmament hat sich verfinstert, der blaue Himmel ist verschwunden. Hingerichtet, Jesus am Kreuz.
Alle, die mich sehen, verspotten mich und verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Jesus Christus, du rufst sterbend am Kreuz nach Gott. Lass uns den Schrei der Verlassenen hören. Gekreuzigter Herr Jesus, erbarme dich unser. Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ehrfurchtsvoll umarmt eine trauernde Frau die Füße Jesu. Maria hält den Leichnam ihres Sohnes in den Armen. Der Schmerz ist so groß, dass die Tränen ausbleiben. Ihr Trauerkleid ist in einem tiefen Blau gehalten. Die Farbe Blau steht für Treue. Schimmert die Treue Gottes durch, der das Leben und das Sterben in seinen Händen hält, so wie Maria ihren toten Sohn? Die Leiter im Hintergrund verbindet Himmel und Erde. Sie verbindet den Schmerz des Todes mit der Hoffnung, die glaubenden Menschen seit Jahrhunderten mit Blick auf das Kreuz ausdrücken. Du bist die sichere Leiter, darauf steigt zum Leben, das Gott will ewig geben. So heißt es im Lied, O du hochheilige Kreuze. Nicht aus der gleichgültigen Außenperspektive, sondern nur von innen heraus zeigt sich das Geheimnis des gewandelten Lebens. Die Liebe weckt ein tiefes und aufrichtiges Interesse am Nächsten. Sie lässt die Nächsten nicht verkümmern. Die zärtliche und behutsame Kraft der Liebe lässt uns weiter schauen. Die Prophetie der Kontemplation schenkt eine tiefere Sicht auf das Leben. Gottes Treue ist stärker als der Tod. Jesus Christus, unbegreiflich ist dein Tod. Lass uns im Geheimnis des Sterbens den Übergang des Lebens erahnen. Gekreuzigter Herr Jesu, erbarme dich unser. Vierzehnte Station. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Begleiter sind verstummt. Sie erweisen Jesus den letzten Liebesdienst und tragen den Leichnam in einer Hängematte zu Grabe. Noch heute werden im bolivianischen Amazonasgebiet Menschen in einer Hängematte begraben. Weiß die Hängematte, schwarz die Nacht des Todes. Doch das Dunkel der Grablegung Jesu ist hineingetaucht in ein österliches Farbenspiel. Die Kleidung der Trauernden lässt Blau der Treue und Rot der Liebe erkennen. Und die Erde rötet sich und beginnt zu glühen. Der Morgen der Auferstehung hat begonnen. Wir beten um das Kommen des Reiches Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Uns verbindet der Glaube an Christus, den Auferweckten. Uns eint die Sehnsucht nach seinem Wort, das unsere Schritte leiten wird. Uns eint das Feuer des Geistes,
der uns als Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums sendet. Uns verbindet das neue Gebot, die Suche nach einer Zivilisation der Liebe. Uns eint die Leidenschaft für das Reich Gottes. Uns eint das Vertrauen, dass mit diesem Leben nicht alles endet. Uns verbindet das Vertrauen in den Gott des Lebens, der alle Völker zum Festmahl seines Reiches einlädt, wo er selbst alle Tränen trocknen und entgegennehmen wird, was wir für die Leidenden getan haben. Mit seinem Segen stärke und schütze uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nun sind wir wieder dort angekommen, wo wir begonnen haben mit unserem Kreuzweg. Hier in der Pfarrkirche St. Josef, der Pfarrei Liebfrauen Duisburg. Wir hoffen, dass Sie Freude hatten, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Gemeinsam durch die Kirchen unserer Pfarrei. Auch wenn die Zeit es nicht ermöglicht, dass wir vor Ort gemeinsam diesen Kreuzweg begehen durften, hoffen wir, dass Sie sich in Ihren Gemeinden etwas heimgefühlt haben, aber dass sie vielleicht auch Neues gesehen haben in anderen Kirchen, in denen sie noch nicht waren. Wir hoffen, dass sie sich gut vorbereiten konnten auf die bevorstehenden Kar- und Ostertage. Als Christen glauben wir daran, dass nicht das Leid und der Tod das Ende sind, sondern dass Christus uns ein Leben geschenkt hat, ein Leben, das über diese Welt hinausgeht. Lassen Sie uns die nächsten Tage gemeinsam, wenigstens in Gedanken, zusammen die Kar- und Ostertage begehen, auf dass wir neue Hoffnung schöpfen, auch über diese Zeit hinaus, und dass wir auch mit Hoffnung in die nächsten Monate gehen.